Teil 4 unserer Belgien-Tour. Heute besuchen wir einen verlassenen Ort mit einer langen Geschichte. Wir finden einiges an Einrichtungen und immer wieder hören wir seltsame Geräusche. Hier liegt noch eine Zahnprothese. Brauchst du noch eine? Auch machen wir einen eigenartigen Fund. Das müsste eigentlich der Flur sein. Warum wurde das zugemauert? Und jetzt guck mal hier. Das sieht aus wie ein Foltergerät. Ich zitiere aus einem Zeitungsausschnitt. Der Bauernhof ist berüchtigt. Hier passierten Dinge, die nicht ans Tageslicht kommen sollten. Gehen wir doch einmal zurück in die Zeit, als in dem Haus noch jemand lebte. Wir schreiben das Jahr 2013. Hermann P., Besitzer eines historischen Bauernhofs, steht vor einem ungewissen Schicksal. Er stirbt im April diesen Jahres und seine geliebte Farm, die seit dem 17. Jahrhundert besteht, droht zu verfallen. Seine Kinder sehen sich mit unerschwinglichen Sanierungskosten konfrontiert und lehnen das Erbe ab. Seitdem steht der Hof, der seit 1995 unter Denkmalschutz steht, leer. Und ja, er zerfällt zunehmend. Niemand beansprucht dieses Anwesen, nicht einmal der belgische Staat. Die Gemeinde ist gezwungen einzugreifen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, während die Zukunft der Farm im Dunkeln bleibt. Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin immer noch mit Tristan in Belgien unterwegs. Wir sind heute hier, um uns ein verlassenes Wohnhaus anzuschauen. Laut Informationen von Mai, die ich ungefähr habe, ist das Ding noch sehr, sehr geil eingerichtet. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal kurz um. Und in diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Also wir haben gerade festgestellt, das sieht weniger aus wie ein Wohnhaus. Als wie eine Burg. Hier steht einfach ein Auto. Mittendrin. Guck mal, das war mal Hof. Ist das sicher die richtige Location? Das ist doch... Also hier auf jeden Fall... Krass. Boah, dieses Auto, das ist krass. Hä, es war eine Limousine oder so. Guck mal, wie lang das ist. Ja. Oder? Wie heftig ist das bitte? Das ist hier komplett eingeschüttet worden. Von der ehemaligen Carport-Garage da. Boah, sieht das krass aus. Ich nehme an, dass das hier das Wohnhaus links war und rechts irgendwie sowas wie Scheune. Also ich habe schon in den Kommentaren gesehen, wenn man davor steht, denkt man, was für eine Ruine. Soll aber doch noch ganz gut erhalten sein. Ich kann es mir gerade fast nicht vorstellen. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Sind wir auch safe im richtigen Haus? Nicht, dass wir hier im falschen Haus sind. Ja. Könnte halt sein, ne? Dass wir einfach so ein Haus daneben sind. Hier ist Scheune. Das sieht mir auch aus wie Wohnhaus. Da hängen auch noch Gardinen und alles. Das sieht doch besser aus hier. Hier steht noch ein Auto. Ist denn das ein alter Golf oder was? Guck mal, da ist ein Waschbär drüber gelaufen. Oder eine Katze. Aber ich tippe eher auf Waschbär. Krass, wie der hier so zwischen den Ranken. Der ist richtig eingewachsen hier. Oh, ich jetzt auch. Ich bin eins mit der Natur geworden. Passt mich richtig an. Autsch. Ich bin jetzt echt gespannt, ob das hier noch so aussieht, wie es aussehen soll. Oh ja, ich sehe, links ist schon ganz schön. Links sieht schon ganz gut aus. Wir gucken jetzt aber erstmal in diesen Raum. Oh ja, Klavier hatte ich auf den Bildern gesehen. Boah, wie lang klingt das bitte nach? Das ist voll laut. Guck mal, die Rollschuhe. Ja, ich nehme an, das hier war sowas wie Wohnzimmer. Mit Kamin, Kronleuchter, weil man hier an der Decke steht, leider schon daneben. Ich habe dekoriert. Was war das? Was war das? Hallo. Was war das? Hallo?
Hörst du? Ja. Unheimlich, das war richtig unheimlich. Ich muss gleich mal ein Video anhören, Leute. Das war gerade richtig creepy. Vor allem lege ich das noch so auf das Klavier und dann so. Vielleicht so eine Nachschwingung vom Klavier. Oh mein Gott, kurzer Schock, ey. Hier stehen wir auf jeden Fall, glaube ich, könnte das Küche vielleicht gewesen sein oder so. Der eine Raum vorne, der war richtig schön. Da war der Esstisch. Da würde ich gerne einmal kurz zuerst mit euch hingehen. Der war nämlich, glaube ich, hier rechts. Ja. Ach, relativ gemütliches Wohnzimmer auf jeden Fall. Mit Bett drin? Hä? Krass. Oh, guck mal, die Stiefel vor dem Sessel. Hat ja noch jemand drin sitzen. Ja, boah. Auf jeden Fall haben die hier geschlafen. Und daneben war der Esstisch. Also der hat, wer auch immer hier, halt im Esszimmer geschlafen. Sehr, sehr krass, so ein bisschen landwirtschaftlich. Hier liegt noch eine Zahnprothese. Brauchst du noch eine? Vielleicht? Was gibt's denn da? Ossenspier mit Landkranz. Tongen. Ist Tongen nicht immer sowas wie Zunge? Wahrscheinlich. Von Tong? Tong? Creme? Ja, irgendwie Menü auf jeden Fall, Karte. Diese alten Kamine, was sind das für Flaggen überhaupt? Die hatten wirklich so einen Burgtick, oder? Aber weißt du, was ich am unheimlichsten finde? Ist irgendwie das. Weißt du was? Jetzt müsste das so einsenken. Du müsst es jetzt so sehen, wie das so langsam nach unten geht, der Sessel. Wie schwul ich bewegen. Weißt du, was ich auch komisch finde? Ich wollte gerade sagen, was ist das? Ist das eine Tür oder eine Wand? Das hört sich aber hohl an. Als wäre dahinter irgendwie was. Ja, vielleicht auch nur so eine Trennwand. Dahinter was versteckt. Oh, hier oben ist auch noch ein Schlafzimmer. Wir gehen mal eine Etage hoch, Leute. Wie gesagt, in die oberen Etagen sollten wir nicht mehr. Wurde uns dringend von abgeraten. Die sind wohl sehr, sehr einsturzgefährdet. Hä, hier geht dann noch eine Treppe hoch. Also hier ist ein Raum und dann geht noch mal eine kleine Treppe eins hoch. Oh, hier, das ist schon sehr durch. Aber es geht noch. Auf jeden Fall hier auch noch mal ein Bett. Boah, ich bin voll in Spinnenweben gelaufen. Ugh. Irgendwas Eingekochtes und so ein bisschen Büro, ne? Also einiges an Unterlagen hier auf jeden Fall. Rechtskunde, der muss irgendwas mit Rechtskunde gemacht haben, habe ich jetzt schon eben ein paar Mal gelesen. Und hier, das sieht mir aus wie Hausaufgaben von einem Kind irgendwie. Hier ist irgendwas, es hat irgendwas gemalt hier. Das sieht mir aus wie in der Schule auf jeden Fall irgendwas. Vielleicht hatten die auch Kinder. Strafforderungen. Ey, vielleicht war der irgendwie, wie nennt man das so, rechts... Anwalt. Oder Richter. Anwalt oder Richter. Ja. Bei dem Haus? Hier haben wir eine Zeitung, Leute. Oder ist das, oder einfach ein Heft von 84. Hier brauchen wir nicht rein. Der Raum ist komplett leer. Der Boden ist kaputt. Da liegt nur ein Fußball. Ach, gegenüber ist einfach ein Wohnhaus direkt. Jo. Das habe ich gar nicht gecheckt. Und zwar direkt. Ja, gut. Gehen wir mal mit der Taschenlampe hier wieder raus, Leute. Ich finde es auch hier vom Boden, von der Substanz nicht mehr ganz so geil. Ja, siehst du, die Treppe ist schon schief, richtig? Die ist richtig schief nach unten. Man rutscht hier quasi schon so runter. Wann ist denn die Uhr hier stehen geblieben? Die Uhr geht noch! Die Uhr geht noch! Die Uhr geht noch! Hä, wie können die Batterien bitte da drin gehen? Die geht rückwärts. Die geht ein bisschen rückwärts. Oh, sie tickt einfach noch, Leute. Machen wir das mal hier. Ach nee, ich wollte ja nichts umräumen. Ich stelle sie hier hin einfach nur. Jetzt läuft sie wieder weiter. Ob da jemand eine Batterie reingemacht hat, nachträglich einen Urbexer, oder ob das einfach die langlebigste Batterie der Welt ist. Die war einfach so richtig, richtig gute Batterie. Auf jeden Fall ist einfach creepy. Es ist einfach creepy, dass die Uhr geht. Es ist einfach unheimlich. Das geht ja noch nach oben. Guck mal. Afteling. De Belangriste Kategorien. Weißt du was? Weißt du was? Hier ist auch wieder... Ich könnte mir vorstellen, ich glaube, dass die Frau Lehrerin war und der Mann Anwalt oder so. Ach so, sie hat korrigiert. Ja, weil sie hat korrigiert. Hier lagen irgendwie ganz viele Schulunterlagen rum. Und das könntest du mir jetzt vorstellen. Dann lief bei denen aber auch nicht schlecht, ne? Wollen wir mal nach oben? Machen wir das Haus an. Ja, stimmt. Oder haben wir hier unten alles schon? Nee, haben wir gar nicht, ne? Gucken wir mal.
Eine Gefriertruhe. Armin? Armin ist nicht da. Oh, guck mal, ein Toilettenstuhl. Ja. Musstest du nicht? Ich musste auch, Leute, ich muss aufs Klo. Jetzt ist meine Chance. Nein, heute noch nicht. Noch nicht. Ja, Badewanne ansonsten hier nicht ganz spannend. Da sind das eine Tür, die ist zugemacht. Das ist von der anderen Seite. Seite des Holzdings? Ja, okay, das erklärt, warum das hohl ist. Ja gut, hier nicht ganz so spannend. Ich würde sagen, wir gehen mal nach oben. Ich bin gespannt, wie es oben noch aussieht. Voll niedrig aber, ne? Oder? Guck mal, da passe ich ja gerade so durch. Oh Gott. Es ist einfach gefesselt sogar. Stimmt. Oh mein Gott, wie unheimlich, Leute. Das ist creepy. Ich hasse Puppen, die irgendwie so rumhängen. Dieses Haus ist irgendwie... Gehen das singen. Es war weit leer, das Zimmer. Aber hier steht so ein kleiner Tisch mit so einem ganz kleinen Pult. Für so einen Schüler. So ein Tisch und da drauf steht so ein Stuhl davor mit so einem Mensch, ärgere dich nicht, Brett. Ich weiß auch nicht. Das sieht irgendwie. Oh, dann diese Tapete hier drin. Diese eine, guck mal, der Tisch so richtig aus Stahl. So ein Kind Einzelunterricht bekommen, oder? Ja, wir sollten es nicht ausreizen mit dem Boden. Der gibt nämlich schon ordentlich nach, da wo du stehst. Ich glaube, weit fällt man hier gar nicht. Aber man, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gut, aber die Nachbarn sehen uns halt wirklich eigentlich doch direkt, ne? Ja. Oh mein Herz, vielleicht sollten wir mal hier rausgehen. Ich glaube, wir sind nämlich so weit hier auch durch. Boah, ich hab mich gerade so erschrocken, es hat so laut geknallt. Was hat er denn für ein Rasenmäher? Boah, kurzer Herzinfarkt, ey. Ja, Leute, wir schauen. Oh. Passt du, oder? Ja, nicht so. Das sah gerade wirklich dullihaft aus. Aus, ne? Ja, wirklich. Das ist richtig dumm. Oh, was ist das denn hier nochmal für ein separates Ding? Guck mal. Da geht's runter. Das ist der Keller oder was? Hier hat jemand mit Holypulver oder so rum. Du stinkst. Hier ist alles voller blauer Farbe, Leute. Hier war die Heizung, Ölheizung und hier geht's runter. Boah, ich weiß nicht. Na gut, tief ist das nicht. Hä, ich hab ein Déjà-vu. War ich hier schon mal? Boah, das ist echt richtig eklig. Ich guck mal. Die ist ja gar nicht richtig fest, wenn du da runterkletterst. Du, an diesem Eimer da? Bleib fest. Und besser lehnt man die so schräg an, oder? Ja, kann nicht weggehen. Ich hab Katakomben gefunden. Ach was? Warte, ich guck einmal. Die Keller sind nicht ganz so geil, ey. Hä, da geht eine Treppe hoch zum Haus. Wie kann das denn sein? Wir haben doch von innen gar keine Treppe gesehen. Oder bin ich jetzt dumm? Warum geht dann jetzt hier eine Treppe hoch? Was ist das, Käse? Oh, ist das unheimlich, Leute. Wo geht diese Treppe hin? Die Treppe wurde zugemauert. Die geht nicht weit. Weiter. Boah, das sieht aus wie eine Folterkammer hier. Leute, hä? Hier hinten. Ja. Das müsste der Flur sein. Das müsste eigentlich der Flur sein. Warum wurde das zugemauert? Und jetzt guck mal hier. Das sieht aus wie ein Foltergerät. Hier diese Stangen da. Wie so eine Streckbank. Guck mal mit so Schellen hier und so. Ja, sag ich ja. Ja. Ja, so. Vielleicht finden wir noch ein paar Knochen. Überall, da liegen noch Tabletten rum, überall. Auch. Das ist ja wirsch. Ganz, ganz eklig. Warum ist das? Was ist das? Ich find's ganz, ganz eklig. Da hat jemand einen Brief verbrannt. Ja, in der Sandy verbrannt. Ja, hier unten wurden Dinge verbrannt, auf jeden Fall. Und da ging es auch mal hoch. Da ging es auch mal hoch. Hier war auch mal eine Treppe. Guck mal, da war auch mal eine Treppe. Ja, die wurde auch zugemacht. Es gibt noch diesen Einzug.
Warum gibt es nur noch diese Leiter? Stimmt. Also wir halten fest, Leute. Wir halten fest, es gab mal zwei Zugänge vom Haus in den Keller. Das wurde komplett zugemacht. Und das hier ist der einzige Zugang, den es noch gibt. Mit anderen Worten, du hättest da jemanden einfach auch verkarren können, ne? Verscharren können. Und wir sind hier so auf dem großen Gelände im Nichts. Also nee, eigentlich ist eine Straße nebenan und ein Wohnhaus. Aber es wäre, glaube ich, wahrscheinlich nicht mal jemand aufgefallen. Okay, hier war noch eine kleine Werkstatt oder sowas. Nee, nicht im Ernst jetzt. Nee, sag das nicht. Sag das bitte nicht. Das war mal dicht. Guck mal, da lag doch die Platte drüber. Da lag diese Platte drüber, 100%. Das war auch mal dicht, ja. Das siehst du auch, hier ist der Abdruck von der Platte. Leute, diese Platte lag über dem Kellereingang. Und das ist mit Draht zu. Wir gucken jetzt einmal hier in den Keller rein. Ich find's echt creepy. Hier liegt überall Stroh. Sonst nicht viel. Ja, sonst ist es leer. Ein paar Säcke und Stroh liegt da. Puh. Man hat hier auch nochmal so ein kleiner Werkstatt und auch hier nochmal gestützt. Also tatsächlich hat jemand das Haus gestützt, damit es nicht einbricht. Guck mal, das hat einfach eine zweite Etage, auf die du sonst nicht hinkommst. Guck mal, das ist so ein Dachfenster. Aber hier geht's gar nicht hoch. Da musst du auch... Oh, hier ist was gestorben. Ui, hier ist was tot. Also ich nehme an, dass das ein kleines Tier ist, aber... Boah, es riecht so nach Verwesung. Es riecht so arg nach Verwesung. Puh. Boah. Ist nicht geil. Was ist denn das eigentlich? Ist auch eine Truhe, ne? Ja, ist auch eine Truhe drin, aber das ist eine Waschmaschine oder eine Mangel oder so. Boah. Nee. Vielleicht ein Waschbär oder so. Oder irgendein größeres Tier auf jeden Fall, was da irgendwie... Puh. Nicht, dass wir jetzt doch noch den Fund gemacht haben, ne? Der Fund. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ein Mensch würde schlimmer riechen. Oder? So, Leute, Outro-Versuch Nummer 2, denn ich habe gerade einfach original ewig geredet und nicht gefilmt. Nochmal kurz zusammengefasst, schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare zu dem Keller. Wir fanden das schon gerade ein bisschen komisch. Zumal wir zuerst dachten, es gibt gar keinen Keller und dann so irgendwie zugemacht. Weiß ich nicht. Irgendwie war das ein bisschen unheimlich. Auch wir fahren jetzt weiter zur nächsten Location. Wir sind noch lange nicht durch mit der Tour, aber für euch das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne ein Abo da. Wenn ihr Bock habt, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Müssen wir klettern zurück. Ich nehme noch mit für der Outro. Animo! Der Rentner kommt hier nicht mehr hoch. Meinst du, das hält? Hat der hier gebrannt? Jetzt müsste das ganze Fenster raus. Danke. Ach ja. Dirty Bag. Quasi. Bisschen mal fokussieren hier.